Willkommen zurück bei Spellforce 1 The Order of Dawn und ich versuche es noch einmal hier durchzulaufen. Das ist ja echt nicht so ganz einfach, aber es ist machbar. Wir sind ja weit gekommen. Wären diese Pflanzen hier nicht, dann wäre das eigentlich ziemlich simpel. Wären wir stark genug, könnten wir die besiegen. Wobei ich glaube, es ist nicht mal gewollt, dass wir die töten, sondern es ist einfach nur, ja. Nicht gewollt. Wie läuft er denn? Ich analysiere jetzt seinen Laufweg. Läuft hier lang? Dann da lang? Dann kommt er wieder zurück. Wieder zurück, ja. Na. Du musst ja eigentlich wieder resetten, oder? Ja. So, der hat halt einen Blickwinkel von 10.000 Kilometern. Überlisten wir jetzt, wenn wir einfach so gehen. Nice! Das ist nicht so nice. Das ist scheiße. Aber der dürfte kein Problem für uns sein, wenn der erstmal resettet. Warte, das kriegen wir hin. Der andere hat uns auch gesehen. Wir werden sterben. Vorsicht, Gegner! Fick dich! Komm schon! Wir werden angegriffen! Bin ich? Die Linien müssen halten! Tot, würde ich sagen. Nein! Das ist doch so kacke! Was? Da laufen da zwei gleichzeitig rum. Wie kriegst du das denn hin? Escape. Lad mal. Mach mal. Mach mal so, dass ich jetzt neu lade. Bin ich zwar noch hier in dem Gebiet, aber ich speichere dann mal. Dann kann ich halt neu laden. Ist halt, weil ich verliere halt voll viel Erfahrungspunkte. Ich meine, einmal, zweimal kann man sterben, aber ne? Dann ist das ein bisschen too much. So. Er ist eigentlich relativ easy. Und der zweite auch. Der dritte ist relativ hart.
weil ich wüsste nicht, wie man sich da vor dem verstecken könnte und dann abwarten kann, bis der andere dann da weiterläuft. Nehmen wir natürlich erstmal wieder nichts. Wenn wir die Map nicht aufgedeckt haben, müssen wir erstmal gucken, ob der andere da wiederkommt. Ich denke mal, dass nachdem wir das hier geschafft haben, es nicht gerade einfacher wird. Jetzt würde ich sagen. Fick dich! Fick dich in dein Arsch! Was zum Henker? Ja, Resette. Vielleicht ist das auch eine Taktik. Vielleicht sollte man auch erstmal den einmal so angreifen lassen und dann, ne? Und dann kommt er halt nicht. Der geht jetzt da lang. Wenn mich nicht alles täuscht. Greift uns an. Wow! Nein! Schon reicht aber, oder? Dass ich mich wieder entführen kann. Warte. Treff nicht. Oh, der trifft nicht. Nice. Ja, sicherlich! Die Linien müssen halten! Diese Kackfrostscheiße! Männer. Der eine ist schon resettet. Die Linien müssen halten. Haben wir abgeblockt. Andere ist auch resettet. Okay. Wie läuft der jetzt? Schleich mal hinter den her. Was zum Henker? Oh nein, da kommt jetzt noch so ein Minigegner. Vorsicht, Gegner! Okay. Geht es da lang? Interessier dich nicht für mich. Interessier dich nicht für mich. Interessier dich nicht für mich. Ey, du bist so ein Spasti. Verpiss dich. Wie lange hält die Frierung? Ich hasse dich so sehr. Block doch die Kacke ab. Die Linien müssen halten. Oh gut, der trifft mich. Oh doch, er trifft. Ah, gut. Ja. Es wird. Deine Mutter. Deine Mutter. Verpiss dich. Die Linien müssen halten. Was ist, der hat einen Laufradius von 25 Kilometer. Das ist ja. Wohin willst du noch alles gehen? Das ist nicht dein Gebiet. Ey, wir haben es überlebt. Oh Gott, ey. So. Wir heilen auch nur ganz, ganz, ganz leicht, aber ich weiß nicht mehr, wie der sich bewegt. Wie soll man an denen vorbeikommen?
Okay. Eventuell weiß ich das jetzt schon. Das war dann doch dein Ablaufweg, aber zum Glück hat er sich noch resettet. Hier muss doch auch, irgendwer sein. Ja, nee, das ist der da unten. Nee. Muss doch auch einer sein. Soll ich jetzt nicht irgendwie, dass hier keiner ist? Nee, ich glaube, ich habe es geschafft. Oh. Ja, gut. Also, dann... Ja. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Speichern. Ja. Ja, damit haben wir diese richtige... Grütze am Anfang erstmal geschafft, okay. Ich denke mal aber nicht, dass das alles war. Da wird noch was kommen. Sag's euch. Ding ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, wie das mit den Katzenmenschen ist, ob wir mit denen irgendwie noch irgendwas machen müssen. Was denn jetzt erstmal unsere Aufgabe ist, nochmal, habe ich schon wieder voll verdrängt. Nach Süden zur Feste der Dunkelelfen. Also da unten irgendwo. Ah, hier ist zumindest mal ein Seenfels. Immerhin. Was ist, wenn ich... Nee, es war doch immer so, wenn ich ein Seenfels aktiviere, dann ist es erstmal egal, solange ich noch kein Monument aktiviert habe, ne? Wenn ich ein Monument aktiviere, dann werden die Gegner, egal wo sie stehen, mal richtig aggro. Ne? So war das doch. Schon lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Also, die können irgendwo in Timbuktu stehen, die werden sofort aggressiv, wenn ich irgendwo in... komplett einen anderen Fleck der Erde dann irgendwie da so ein Monument aktivieren. So war das doch immer. Guck mal, ich regeneriere mich aber doch relativ schnell, ne? Also ich meine, ich bin hier schon wieder fast voll. Obwohl ich schon fast tot war. Was ist denn hier? Ein schönes grünes Fleckchen. Wenn wir ein bisschen aufdecken, bringt natürlich ein Licht, wenn man dann aufhört und dann wieder alles zugedeckt wird, aber natürlich mal ganz praktisch zu wissen, dass man zum Beispiel hier Wasser hat, ohne Fische. Aber ja, zumindest mal. Sieht sehr schön aus. Hier sind gleich Enemies. Oder zumindest Teil an Enemies. Ja. Oh geil, da sind sie, die Char, ich sag's euch, aus Guild Wars. Also ganz sehen sie nicht aus wie Char, aber es sind sie, die Char. Nennen sie die Char. Wäre lustig, wenn sie wirklich so heißen sollen. Aber nein. Ich denke mal, so hart werden die... vielleicht sind die ein bisschen hart, aber... weiß nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mit meinem... eine hier theoretisch die... einigermaßen vielleicht wieder solo killen können. Ich muss nur wieder diese Routine des Pullens reinkommen, wie wir das ja auch schon mal ein paar Mal gemacht haben, um dann halt eben mehrere Gegner auf einmal zu besiegen. Fuck. Was ist denn da jetzt? Wieso müssen da jetzt so Gegner ankommen? Vielleicht kann man irgendwie über die Wiese gehen, da an... Nee, das gefällt mir hier nicht. Da unten ist aber irgendwas, was ist denn da? Ein Portal? Ja, interessant. Wir gehen jetzt immer hier über die Wiese.
Und ich sagte, die werden aggressiv. Yves, warum patrouillieren hier so eisern herum? Hier, macht es doch. Fuck! Hier, nicht so schwer. Wo ist denn der andere Eiserne? Aber die sind irgendwie, ich weiß nicht, ob die sich. Ich glaube, die sind einfach nur. Die interessieren sich ja also nicht für den Seenfels, ne? Sind die irgendwie nur geskriptet quasi? Was sind das da? Irrwisch. Oh no. Ein Drache. Guck mal, der greift mich nicht an. Da ist der. Wo drehen die um? Dann könnte ich mich hier im Wald verstecken. Dann sehen die mich vielleicht nicht. Ich würde gerne wissen, was da ist. Okay, nichts. Dreht er jetzt hier irgendwo um? Mal hier so hin. Auch ein Irrwisch, aber das ist mir jetzt erstmal relativ egal. Dürfte er mich ja nicht sehen, wenn ich wieder. Ne? Ne, der klingt mir was da hinten. Hier war da noch einer. Der umgedreht hat mich nicht gesehen. Nein! Tschüss! Standhalten, Männer! Hätte ich aufpassen sollen. Das ist ein Hinterhalt! Aber ich bin gerade ganz gut im Blocken. Runenkrieger, zu mir! Nicht. Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Bin gleich da! Ja! Ja! Die sind resettet! Hier sehe ich ja gerade schon, das sind Leute, die scheinbar. Ne? Habt ihr Angst vor? Ha! Ihr seid scheiße! Alter, wie. Also, die meisten roten Punkte sind aber nur Irrwisch, ne? Oder hier ist eine Spinne. Hier sind dann die Char. Nicht lustig. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in das Dorf rein. Irgendwie müssen wir ja. Hab ich hier ein Monument irgendwie? Könnte natürlich sein, dass sie auch sagen. Übergeben die jetzt einfach mal unser komplettes Dorf. Jetzt sehe ich hier kein Monument. Speicher erstmal. Ich habe gerade einen richtig schönen weiten Weg. Ups, weiten Weg geschafft. Bin diesmal nicht verreckt. Wir haben euch schon eine Weile beobachtet. Was für eine Mission treibt einen Lichtgläubigen so tief hinter die Reihen der Eisernen? Wir hatten die Eisernen bereits bis an die Grenzen der Gottmark zurückgeschlagen. Jetzt brauche ich eure Hilfe, um den endgültigen Sieg zu erringen. Den Sieg? Ihr seid ein Narr. Gegen die Eisernen gibt es keinen Sieg.
Wir kämpfen bereits seit vielen Monaten gegen sie. Nichts, nichts kann sie aufhalten. Sind das die Worte eines Kriegsherrn? Ihr wagt es? Kein Volk auf dieser Welt kommt den Dunkelelfen an Tapferkeit gleich. Ja, genau, beweist es. Ich hätte eine eigene Sprachausgabe, deswegen lass ihn mal reden. Beweist mir eure Tapferkeit. Gebt mir einige eurer besten Soldaten. Ich werde sie anführen und siegreich sein. Selbst wenn ich das glauben würde. Die Verteidigung der Stadt erfordert all unsere Kraft. Unsere Aria-Vorräte sind beinahe erschöpft. Und ohne das Silberwasser werden unsere Abwehranlagen bald schweigen. Die Eisernen haben fast alle Aria-Brunnen zerstört. Ein Ausbruch aus der Stadt ist sinnlos. Es muss einen Weg geben. Kann man noch auf andere Weise Aria gewinnen? Nur der hohe Archon kennt die Wege des Silberwassers. Aber die Kita haben ihn entführt. Und mit ihm seine Weisheit und Macht. Aria kommt an vielen Orten und in vielen Formen vor. Ihr müsst mit euren Regeln und Traditionen brechen. Zieht jede Möglichkeit in Betracht. Nun, es gibt Kreaturen hier in den Sümpfen. Man nennt sie Irrwische. Sie schürfen in der Erde nach den seltenen Aria-Kristallen. Unsere Ahnen machten früher Jagd auf sie, um an die kostbaren Kristalle zu gelangen. Vielleicht gelingt es euch, einige Irrwische zu fangen, ehe es die Eisernen tun. Bringt mir ihre Aria-Kristalle. 7 von ihnen sollten unsere Verteidigung fürs Erste stärken. Dann werde ich euch Soldaten geben. Okay. Ich war gerade so ein bisschen, weil mir hat gerade jemand angeschrieben. Ich muss immer noch ein bisschen gucken, weil ist ja immer noch die Zeit, also immer noch der Tag, wo mein Fuß ein bisschen geschnibbelt wurde, weil da ja ein eingewachsener Zehennagel war. Deswegen muss ich hier ein bisschen auch noch drauf achten, dass hier alles richtig läuft und so weiter und so fort. Da war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Eben gerade haben auch die Nähte ein bisschen kräftig gezogen, so dass ich einen kleinen Schmerz hatte. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Müssen wir jetzt zuerst, ich hoffe mal schon, die einfach die Irrwische töten? Ich glaube, die Irrwische sind nicht stark, oder? 7 Kristalle und dann diesen Archon retten mit den ganzen Heinis da, vielleicht. Wo ist euer Archon? Im Lager der Kita, der Löwenmenschen aus Urgard. Sie haben ihn gefangen genommen, als er einen Angriff gegen die Eisernen führte. Nur er kann der Magie der Eisernen entgegentreten. Wo befindet sich das Lager der Kita? Östlich des Sumpfes. Ihr werdet ihnen begegnen, sobald ihr das Monumentfeld erreicht. Sie sind sehr angriffslustig. Ihr werdet ihre Krallen bald zu spüren bekommen. Ich werde sehen, ob ich euren Archon finden kann. Monumentfeld. Questbuch aktualisiert. Was ist denn jetzt so meine Erfahrungspunkte erhalten? Wo ist denn jetzt mein... Was ist noch, Lichtgläubiger? Die Ausrufezeichen da bleiben müssen. Sammelt 7 Aria-Kristalle von den Irrwischen und bringt sie Stain. Okay, wir müssen zuerst diese Kristalle sammeln. Das Problem ist, na gut, wir haben hier kein Mono. Ich bin euch einfach in Ruhe lassen. Das ist schon echt eine Kunst, ne? Also ich sehe hier nicht einfach mal so ein Monument, ne? Also ich kann hier nicht einfach mal so sagen, so bauen wir mal ein Monument oder so. Oder? Oder haben wir hier ein Monument? Also, das sehe ich hier nicht. Die gelben Sachen sind ja immer so Sachen für Monumente oder Teleporter. Hier haben wir einen Teleporter, hier haben wir einen Seelenstein, dann haben wir hier irgendwas Gelbes leuchten. Das ist ein Seelenstein. Okay, hier sehen wir den mal. Und ansonsten sehe ich nichts. Das heißt, wir müssen jetzt echt 7 solcher Dinger da holen.
Ihr habt die Musik, ey. Krass. Machen wir in der nächsten Folge von Spellforce 1 The Road of Dawn. Da holen wir die Kristalle. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, weil wir haben ja hier immer noch diese Kackeisernen hier rumlaufen. Die müssen wir ja irgendwie mal vernichten. Das wäre sehr schön, wenn wir wissen, wie man die vernichtet, ne? Das wäre richtig nice. Dann gehen wir uns nicht mal am Sack. Gut, also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.